Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr de Maizière, Herr Innenminister, dieses Gesetz, was Sie hier vorgelegt haben, ist weder ein großer Schritt, noch ist es ein gutes Gesetz. Es ist nämlich wirklich kleingeistige Änderung des bestehenden Staatsangehörigkeitsgesetzes. Es ist nichts weiter als Murks. Es ist ein Armutszeugnis eigentlich, dass auch diese Koalition es nicht geschafft hat, die unsägliche Optionsregelung tatsächlich ersatzlos abzuschaffen. Und das nur, weil Sie aus der Union ideologisch borniert festhalten an dem längst überholten Dogma der Vermeidung von Mehrstaatlichkeit in diesem Land. Und allein deshalb werden ab dem Jahr 2018 etwa 40.000 Optionsverfahren pro Jahr durchgeführt werden müssen. 40.000 Optionsverfahren jährlich. Was, wenn nicht Bürokratiemonster, ist das bitte schön, meine Damen und Herren? Wir als Linke wollen jedenfalls diese verwaltete Welt nicht. Wir möchten kein sinnloses Beschäftigungsprogramm für die Verwaltung, und deshalb möchten wir einfach ersatzlos streichen diese Regelung. Uns stimmt es traurig, dass die SPD hier mitmacht, obwohl sie im Wahlkampf und in den Koalitionsverhandlungen sogar die doppelte Staatsangehörigkeit versprochen hatte. Und ich finde es wirklich unsäglich, wenn man wie bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs im Parlament auch noch wahrheitswidrig behauptet, dass mit dem Gesetz die Optionspflicht abgeschafft werden würde. Das ist schlicht falsch, und das wissen Sie auch. Die Optionspflicht bleibt im Grundsatz in diesem Gesetz enthalten, und natürlich kann die Optionsregelung auch künftig dazu führen, dass hier geborene Deutsche ihre deutsche Staatsangehörigkeit im Erwachsenenalter wieder verlieren können. Und ich bitte Sie deshalb, redlich zu sein, bei den Fakten zu bleiben. Sagen Sie den Leuten klar, was Sie hier machen. Sie verhindern nämlich dauerhaft die doppelte Staatsbürgerschaft als Regel. Wenn Sie tatsächlich die Abschaffung der Optionspflicht wollen, müssten Sie den Paragraphen 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes komplett abschaffen. Und sollten Sie das tatsächlich wollen, dann bietet DIE LINKE Ihnen hier eine Gelegenheit dazu. Wir haben Ihnen einen Antrag hier eingereicht, der wird heute Abend hier namentlich abgestimmt. Und dieser Antrag sieht genau die Abschaffung und die Streichung von § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes vor. Und wenn Sie unserem Antrag hier zustimmen, meine Damen und Herren von der SPD, stimmen Sie eigentlich Ihnen selbst zu, denn dieser Antrag ist 1:1 eine Bundesratsinitiative von 3 SPD-regierten Bundesländern. Sie können Ihrem eigenen Antrag hier zustimmen. Und das Gute ist, Sie würden damit auch das, was Sie in der ersten Beratung schon versprochen haben, sozusagen eine rechtlich verbindliche Regelung für all die Menschen schaffen, die die deutsche Staatsangehörigkeit infolge dieses Optionsmodells bereits verloren haben. Und diese Zahl steigt von Tag zu Tag. Und diese Menschen darf man nicht, wie Sie es machen, vage verweisen auf irgendwelche Ermessensspielräume im geltenden Recht. Nein, das hilft nicht, ein Ermessensspielraum im geltenden Recht. Wir möchten Tatsachen schaffen und klare Verhältnisse durch das Gesetz. Und neben vielen Betroffenen wären aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörden dankbar für eine konsequente Abschaffung der Optionspflicht. Denn, Herr Bundesinnenminister, da muss ich Sie eben enttäuschen, die Sachverständigenanhörung letzte Woche, bei der ich jedenfalls anwesend war, hat nämlich Folgendes ergeben. Die Arbeitszeit für die etwa 40.000 Optionsverfahren jährlich, die aufgewendet werden muss, könnte weitaus besser für eine Verkürzung der viel zu langen Einbürgerungsverfahren genutzt werden, laut Sachverständigen. Aber dass Sie nicht wirklich an einer Verbesserung der Lage für die Betroffenen interessiert sind, zeigt schon, dass unwürdige, wirklich unwürdige Politikgeschacher, das hier von der Großen Koalition aufgeführt worden ist in den letzten Tagen. Die Erleichterungen bei der Optionspflicht wollen Sie nur dann beschließen, Sie wollen das nur beschließen, wenn im Gegenzug Verschlechterungen
im Asylrecht, im Bundesrat eine Mehrheit finden. Geben Sie es doch zu. Wir haben doch eben darüber debattiert. Und wir finden das einfach unwürdig im Verfahren hier zum Thema Staatsangehörigkeitsrecht. Und deshalb, wir haben Ihnen zwei Anträge vorgelegt, einen Gesetzentwurf von drei Länderregierungen aus der SPD. Sie können dem zustimmen und damit ein gemeinsames Zeichen setzen für gleiche Rechte, gegen Ausgrenzung und tatsächlich für die Abschaffung von Optionspflicht. Aber wir haben auch noch einen Antrag, wo wir umfangreiche Vorschläge erbracht haben für ein fortschrittliches Staatsangehörigkeitsgesetz, weil ich denke, die Optionspflicht ist wichtig, abgeschafft zu werden. Aber es ist auch wichtig und richtig, Einbürgerung zu erleichtern. Auch das ist eine Erkenntnis aus der Sachverständigenanhörung. Danke, Frau Kollegin. Ich möchte darauf hinweisen, dass man ja sehr unterschiedlicher Meinung sein kann zu diesem Thema. Aber dummes Geschwätz, finde ich, als Kommentar passt vielleicht in irgendwelche Bierzelte, aber nicht in so eine Debatte. Nichts gegen die Bierzelte. Ich komme auch aus Bayern. Nächster Redner, Rüdiger Veit für die SPD.